Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Laut diverser Medienangaben wird aktuell die Möglichkeit diskutiert, weitere 100 Leopard 1 Kampfpanzer aus Griechenland in die Ukraine zu liefern. Zuvor sollen die Panzer überholt und Kampfwert gesteigert werden, vor allem die Elektronik. Kostenträger wäre dabei Deutschland. Im Gegenzug soll Griechenland wiederum 100 Leopard 1A5 Kampfpanzer aus Italien erhalten. Italien besitzt rund 120 Panzer von diesem Typ sowie weitere vom Rüststand 1A4. Der geneigte Zuschauer wird sich jetzt fragen, warum man diesen Hickhack betreibt, statt dass Italien direkt die Panzer in die Ukraine liefert. Nun, es könnte sich dabei um die rund 100 Leopard 1A5 Kampfpanzer aus der Schweiz handeln, die in Italien wiederum gelagert werden und nicht die eigenen Bestände der Italiener. Der Schweizer Bundesrat hatte im Sommer entschieden, dass die Weitergabe der Panzer durch die Firma RUAG in die Ukraine untersagt wird. So könnte man diese Beschränkung sinnvoll umgehen, da auch Griechenland seine Panzer nicht ohne Ersatz abgeben würde. Auch für Griechenland wäre dieser Tausch ein Gewinn, da das Land so modernere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 erhält, da der Zustand der Panzer und der Ausstattung wesentlich besser ist. Das amerikanische Militär gibt Pläne für die Entwicklung eines neuen M1 Abrams Kampfpanzer bekannt. Dabei handelt es sich um den M1 E3, der den zuvor in der Entwicklung befindlichen M1 A2 Sepp V4 beerben soll, dessen Entwicklung eingestellt wird. Somit wird eine neue Generation des bewährten M1 Kampfpanzers eingeleitet. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf der Überlebensfähigkeit der Besatzung, sprich das Schutzniveau. Dabei soll kein weiteres System oder Zusatzpanzerung mehr angebracht werden, da dies sich beim Thema Gewicht sich immer weiter negativ auswirkt. Der M1 A2 Sepp V3 wiegt aktuell knapp 70 Tonnen, ein Gewicht, das allmählich kritisch wird, wenn man es weiter steigert. Da bereits im letzten Jahr der Abrams X von General Dynamics vorgestellt wurde, eine drastische Weiterentwicklung des M1 Abrams, scheinen die Vorzeichen sehr stark darauf zu deuten, dass man diesen als neue Grundlage des M1 E3 verwendet. Die Entwicklung soll bis etwa 2030 laufen. Die Bezeichnung M1 E3 wird dann bei der Markteinführung auf M1 A3 abgeändert. Genauere Informationen werde ich in einem separaten Video aufarbeiten. BAE Systems hat einen weitreichenden Vertrag für den Verkauf des Archer 155mm Artilleriesystems an Schweden während der DSA, einer Militärmesse in London, bekannt gegeben. Das Auftragsvolumen beträgt rund 500 Millionen US-Dollar und umfasst 48 Fahrzeuge. Die Auslieferung soll ab 2025 erfolgen. Das Archer-Artilleriesystem kann auf verschiedene LKW-Fahrgestelle montiert werden, wie dem Volvo A30D 6x6 oder einem Rheinmetall RMMV HX2 8x8. In diesem Fall wird das Fahrgestell von Rheinmetall verwendet. Das Besondere am Archer ist dabei das vollautomatisierte Bofors-Geschütz FH-77 am Heck des LKWs, das innerhalb von 20 Sekunden in die Feuerbereitschaft übergehen kann und durch permanente Datenübertragung Ziele automatisch via Steilfeuer bekämpfen kann. Direktes Richten ist über die Flanken des Fahrzeuges ebenfalls möglich. Die Feuerreichweite liegt dabei bei bis zu 50 Kilometern, wenn reichweitengesteigerte Munition wie die M982 Excalibur verwendet wird. 21 Geschosse plus Treibladungen befinden sich im Autolader. Eine Feuerkadenz von 7 Sekunden kann im Burstfeuer erreicht werden. Während der Feuermission bleibt die 3 bis 4 Mann starke Besatzung in der gepanzerten Fahrzeugkabine. Die britische Armee hatte während der DCA den ersten ihrer 14 bestellten Archer feierlich in Empfang genommen. Diese wurden als Ersatz der 32 in die Ukraine gelieferten AS-90 Panzerhaubitzen geordert. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.